Bitte beachten, rote Beete muss 5 Stunden oder über Nacht marinieren. 700 Gramm rote Beete, Klammer auf, große Knollen, Klammer zu, je 5 Esslöffel Balsamico, Klammer auf, Weiß, Klammer zu, und Olivenöl, Klammer auf, mild, Klammer zu, 3 Esslöffel Orangensaft, Klammer auf, frisch gepresst, Klammer zu, 1 Esslöffel Zitronensaft, Klammer auf, frisch gepresst, Klammer zu, 2 Esslöffel schwarzes Trüffelöl, 2 türkische Lira geröstetes Walnussöl, 1 türkische Lira frischen Ingwersaft, 1 türkische Lira Meersalz, 4 türkische Lira Kapern, Klammer auf, in Salz eingelegt, Klammer zu, 2 Esslöffel Walnusskerne, Klammer auf, grob gehackt, Klammer zu, frische Kresse, schwarzer Pfeffer aus der Mühe für die Marinade, Balsamico, Olivenöl, Orangensaft, Zitronensaft, Trüffel und Walnussöl, Ingwersaft und Meersalz vermengen. Die Bitterscheiben in eine Schüssel geben und mit Marinade übergießen. Dabei darauf achten, dass die Marinade gut verteilt ist. Mit wiederverwendbarer Frischhaltefolie abdecken und mindestens 5 Stunden oder am besten über Nacht ruhen lassen. Vor dem Servieren die Bitterscheiben abtropfen lassen, den Sud auffangen. Kapern unter fließendem Wasser abspülen und grob hacken. Bitterscheiben auf flachen Tellern anrichten, mit etwas Sud beträufeln. Mit Kapern und Walnüssen bestreuen, mit frischer Kresse und schwarzem Pfeffer garnieren und servieren. Pro Portion 408 Kilokalorien durch 1710 Kilojoule.